So, hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video hier aus Kamp Lintfort. Wir sitzen noch in Kamp Lintfort, aber gleich fahren wir zu einem Autohaus Fett und Wirz. Fett und Wirz ist ein BMW-Händler und die haben einen richtig schönen BMW i7 da stehen, den wir uns gleich mit der Emilia, die da im Marketingbereich arbeitet, angucken. Seid gespannt, bis gleich. Das ist Emilia, die wird mir heute den nagelneuen BMW i7 zeigen. Richtig? Richtig. Und ja, ich würde so erstmal sagen, ziemlich großes Auto, oder? Sehr. Das ist ein großes Stück Auto. Also auf wirklich jeden Fall. Den gibt es auch nur noch also in der langen Version mit 5,39 Meter. Ist ja schon nicht klein, definitiv. Und auch optisch polarisierend, würde ich sagen. Aber die Meinungen spalten sich da ja über die Optik von außen auf jeden Fall. Weißt du was, die Leute meckern immer, wenn was Neues sowieso rauskommt. Sowieso. Ja? Also ich finde das Auto ehrlich Bombe. Ich auch, definitiv. Auch der Kühlergrill, da gibt es ja viele Meinungen drüber, sage ich jetzt mal. Der ist halt immer noch sehr präsent, definitiv. Und BMW hat noch eine Lösung gehabt, um den noch präsenter zu machen. Und zwar, wenn der jetzt nicht schwarz wäre, ist der serienmäßig, ist die Kontur beleuchtet. Komplett. Ach, okay, einmal cool. Außenrum. Aber halt, wenn die schwarz ist, gibt es das nicht. Bei dem Grill, dass der so groß ist vorne, ja, da habe ich online schon ein paar Kommentare gelesen und die meisten sagen, ah, zu groß und zu groß. Glaub mir, wir werden uns Ende des Jahres alle mega freuen. Da bin ich mir ganz sicher. Das ist das Gleiche mit dem BMW M3 ja, oder M4, was wir hatten. Jeder so, ah, so große Niere, das will keiner haben, das sieht scheiße aus, das sind nichts. Also wirklich ein voll negativen Shitstorm hat BMW dafür bekommen. Und heute sagen alle, ey, das sieht echt voll geil aus. Ich finde von vorne sehr brutal. Das ist ein Riesenauto, definitiv. Dann haben wir auch neu die zweigeteilten Leuchten. Oben haben wir jetzt, das ist eine Sonderausstattung, aber die Swarovski-Kristallelemente. Ja, das sieht schön aus. Was kosten die extra? Kann ich dir tatsächlich gar nicht so genau sagen. Ich kann dir sagen, dass das Auto, so wie es hier steht, 194.000 Euro kostet. Okay. Knapp 200. Matrix-LED-Lichter. Sind das die Scheinwerfer oder sind das die Scheinwerfer? Das sind die Scheinwerfer, ja. Matrix-LED und das ist das Tagfahrlicht. Ah, okay. Vorne diese BMW-Kristallscheinwerfer. Und wenn man die anmacht, ne, ist das wie so, als würde sich das alles so bewegen da. Also wirklich sensationell. Also ich freue mich, wenn die das Auto angemeldet haben und ich das Auto fahren darf. Von vorne auf jeden Fall eine Wucht. Serienmäßiges Luftfahrwerk bei allen Modellen. Ich würde den vergleichen von vorne mit einem Rolls-Royce, den wir hatten. Ist das der gleiche Designer wie Rolls-Royce? Weißt du das? Nee, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Okay. Manchmal ist das so, weißt du, dann schwenken die so ein bisschen ab. Genau, eingelassene Türgriffe, elektrische Türen. Ah, okay. Genau, komplett elektrisch. Das gefällt mir. Okay. Aber wenn ich jetzt stehe, hier so, geht er wieder auf? Sieht er mich? Er sieht dich. Sehr intelligent, sehr intelligent, wirklich. Also, ja, das sind immer solche Fragen. Ne? Wie funktioniert das? Bekomme ich einen von dem Auto einen geklatscht oder erkennt er mich? Das ist natürlich super, super, super wichtig. Bis heute Morgen, da wollte ich mir das Auto nämlich schon mal angucken und vorbereiten. Da habe ich mich hinten reingesetzt, die Tür zugedrückt. Um 7.30 Uhr waren noch nicht so viele Leute hier. War leider die Kindersicherung drin und ich war eingesperrt. Oh nein, ehrlich? Ja. Gehen die auch elektrisch zu? Von innen, wenn ich einsteige? Muss ich mal gucken. Ich glaube, hier ist der Knopf. Ah ja. Ja. Zu den elektrischen Türen kann ich nur sagen, Luxus pur. Luxus pur. Ich kenne die von dem Rolls-Royce, ja, den ich hatte. Ja, finde ich sehr eigentlich angenehm, ja. Von hinten auch ganz neues Design. Nicht mehr, sonst war beim 7er immer, dass die Rückleuchten durchlaufend waren sozusagen. Neuer Knopf. Also ich muss echt sagen, ich finde ihn sehr gelungen. Boah, was ein Kofferraum ist das. Das ist jetzt die voll elektrische Version, 500 Liter. Die Dieselversion hat 540 Liter Kofferraumvolumen. Boah, sehr, sehr schön. Ich bin beeindruckt. Ist er, ja, du saßt ja noch nicht drin. Willst dich mal reinsetzen? Aber schon von außen finde ich das Auto sehr. Bei mir ist das so, innen ist auch sehr wichtig, die Ausstattung, aber
auch von außen muss, das Auto muss mir gefallen. Ja? Guck mal, die Heckschuhstange, dann der Diffusor, sie leuchten. Ja. Also auch bei dem Dieselmodell und auch bei den Plug-in-Modellen sind die Endrohre so in dieses Design eingefasst, dass die fast unsichtbar wirken, sage ich jetzt mal. Wo sind die denn? Ich dachte, die haben keine. Nee, der vollelektrische hat keine. Ach, ja. Stimmt. Die meisten Elektroautos sind glatt. Trotz dass es ein Elektroauto ist, haben die einen geilen Diffusor gebaut. Das ist für mich immer noch ein Auto. Ja. Definitiv. Obwohl elektrisch. Ja. So ein bisschen Verbrenner ist immer noch im Blut. Der vollelektrische jetzt wiegt im Leergewicht 2714, 15 Kilo. 2,8 Tonnen. Wichtig ist, wie ist die Reichweite? Bei dem vollelektrischen, laut WLTP, 625 Kilometer. Oh, okay. Ist also echt okay. Bei den Plug-in-Hybriden sind das ungefähr 85 Kilometer rein elektrisch, also auch. Aber da muss ich mal sagen, wir fahren jetzt den X5, ja, den aktuellen. Und ich muss sagen, das funktioniert mit dem Hybrid. Ja, wir laden den abends immer auf. Meistens hier in der Umgebung fahren wir dann vollelektrisch. Ja. Ja. Von Hybrid bin ich sehr beeindruckt. Elektro ist immer noch so für weitere Strecken oder Ladestationen immer noch so ein bisschen aufwendiger für mich. Das ist wie Handyladen. Ist ja auch ein Rhythmus, den man da irgendwie findet. Und so ist das mit dem Elektroauto auch. Wenn du deinen Rhythmus da gefunden hast, die Leute, die voll elektrische Autos fahren, werden mir da hoffentlich zustimmen. Naja, da hat man seinen Rhythmus. Und dann kommt einem das auch nicht mehr so als Last, sage ich jetzt mal, oder Nachteil vor. Wenn man da seinen Rhythmus hat, dann läuft das. Ja, vielleicht muss man sich wirklich daran gewöhnen, dass man wirklich nur voll Elektro fährt. Ich bin dann noch nicht so weit, aber für Hybrid bin ich definitiv. Wer weiß, vielleicht wird es ja der E7. Wer weiß, wer weiß. Also optisch finde ich das Auto wirklich perfekt. Auch mit dem schönen Spoiler. Die haben das Auto echt auch sportlich gemacht. Ne? Also nicht so typisch auf Luxus, sondern auch sehr, 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 sehr sportlich, finde ich, oder? Hier mit so einem Spoiler, mit dem Diffusor, die dunklen Leuchten, finde ich, finde das Auto brutal. Weil dann würde ich sagen, nimm mal auf deinem Platz Platz, hinten rechts. Hinten rechts, okay. Ja. Ich wusste gar nicht, dass Telefonzellen noch existieren. Klar, wir haben alles. Boah, wer hat das hier alles designt, Leute? Wer war das? Also bei dem E7, was wir uns hier angeguckt haben, ist das eine BMW-Individualausstattung. Ich finde die Sitze einfach nur mega. Wirklich, also ich bin selten, Leute, so krass beeindruckt auf den ersten Blick wie von dem BMW E7. Kein Scherz. Ehrlich, ob ihr einen 7er haben wollt oder nicht, guckt euch das Auto an. BMW, ihr habt einen echt geilen Job gemacht bei einem Auto. Ganz toll. Das ist krass. Ja, du hast hier ein Touchpad an der Seite, wo du deine Sitzeinstellungen steuern kannst. Kannst du, ich zeig das mal Sascha drüben vielleicht. Ne? Achso, hast du auch eins? Krass. Ja. Welche Sitzeinstellungen? Kannst die alles Kissen verstellen. Massage, Sitzklima, kannst du halt alles einstellen. Diese Kissen? Das ist ja wie butterweich, die Dinger. Heftig. Krass, ne? Aber jetzt voll. Noch jetzt will ich gar nicht mehr raus. Jetzt weiß ich gar nicht, wo ich gucken soll, weil alles hier auf einmal passiert. Kino können wir auch machen. Erkennt auch die Sitze, wie weit die nach hinten sind und so weiter? Ja, klar. Weil der hat sich aufgeklappt? Nicht ausgeklappt, weil der Fahrersitz zu weit hinten war. Okay. Genau. Ja, heftig. Genau. Kannst halt alles an deinem Touchpad da links oder beziehungsweise rechts von dir noch anpassen. Kannst du wieder Massage zurückstellen sozusagen, Massage einstellen, Sitzklima. Und es gibt verschiedene Modis sozusagen. Also wenn du gleich einmal auf den Homebildschirm gehst, ist oben links. Ja. Dann gibt es einen Modus, kann ich mal hier zeigen. My Modes heißt das. Ja. Und da kannst du die Stimmung wählen, die du möchtest. Hm. Also jetzt zum Beispiel Relax gehen auf jeden Fall die Massagesitze auch von selber an. Ah, okay. Und das ist aber halt immer für beide Seiten. Das fühlt sich alles auch so schön an, egal was du hier anfasst. Ehrlich. Ich glaube, der Rolls Royce kann anpacken, ne? Und was kostet der? 500? Hm. Nur als Vergleich? Das ist heftig. Oh ja, okay. Wir haben eine relativ außergewöhnliche Ambientebeleuchtung, sage ich jetzt mal. Und die ändert sich auch mit den My Modes. Also quasi der Chef entscheidet, welche Stimmung in der Bude ist. Genau. Geil. Was habe ich gemacht? Ey, heftig, was für ein Sound.
Also ich bin echt geflasht. Du kannst auf Sitzeinstellungen gehen. Nö, ich lieg gut. Und dann wieder zurücksetzen, wenn du nicht mehr liegen möchtest. So, jetzt setze ich mich hin. Also ich habe letztens noch im Dezember, also vor kurzem, habe ich einen Audi A8 angeboten bekommen. Ehrlich, das Auto wirkt alt, der Audi A8. Ich möchte jetzt nicht Audi schlecht machen, aber das hier ist krass. Also wirklich komplett neu, ne? Ja, also dieser Theatermodus, der ist halt, ich finde es so beeindruckend, alle Rollläden gehen gleichzeitig hoch, alles geht gleichzeitig zu, der Fernseher fährt runter. Wenn man dann den Sitz noch einstellt, ist, also ich würde überall damit hinfahren. Wenn du zu zweit hier noch fährst und hier so einen schönen Fahrer hast, ey, mega, wirklich. Ja, definitiv. Darf ich dir eine Massage ausgeben? Wir haben ein Glasdach. Das ist nicht serienmäßig, das ist dazu bestellt, weiß ich nicht, ob die Kamera das erkennt. Da sind LED-Streifen drin, ist mit Beleuchtung. Ich bin echt geflasht, ne? Schöner Hochflorteppich. Ja, also wirklich heftiges Auto. Sind die anderen E-Modelle auch so krass luxuriös? Der 7er ist das Flaggschiff und das soll er ja auch bleiben. Aber der iX zum Beispiel ist ja auch von innen sehr futuristisch. Der hat auch viel auch aus dem 7er. Ich muss ja alles anfassen, ich weiß nicht wieso. Ich habe das Bedürfnis, bei dem Auto alles anzufassen. Ja. Guck mal, alles so hochwertig. Sehr schön. Also ich komme hier raus. Ich will gar nicht raus, aber ich komme raus, damit wir nach vorne gehen. Von dem Vorgänger war ich nicht so krass beeindruckt wie von dem. Ja. Wo er rauskam, ehrlich. Sehr beeindruckend, also, definitiv. Weil ich mich damals auch für den Audi A8 entschieden habe und nicht für den 7er. Aber jetzt, der übertrifft alles. Ich würde mir eine Produktion bei BMW angucken, wie der 7er hergestellt wird. Falls BMW guckt, wir kommen. Ich bin super interessiert. Also ich bin wirklich sehr, sehr, sehr beeindruckt von dem Auto. Das ist auch, wie gesagt, hier durch diese Modes kann man die Stimmung im Auto anpassen über die komplette Beleuchtung. Wenn wir jetzt hier in den Sportmodus gehen, ändert sich halt die komplette Stimmung hier im Auto zu den M-Farben. Ja. Die Verkleidung von den Boxen ist ja auch sehr ausgefallen gewählt. Das spiegelt wirklich die Sitze, die Zierleiste, alles wieder, ne? Krass. Auch das Carbon mag ich schön. Ja, ja, okay. Vor allem das Auto ist halt von vorne bis hinten durchdacht. Ja, Handschuhfach, überall Auflademöglichkeiten. Sogar so ein kleiner Knopf. Sie sehen das schon? Nein, ich feiere das so. Schön, sehr cool. Will nicht. Ja, der Andreas, die Show ist beendet. Der Andreas bleibt heute in dem E7, so wie ich heute Morgen. Und jetzt haben wir ihn eingesperrt, glaube ich. Geil. Ja, ich wollte, dass mir jemand die Tür aufmacht. Ich bin ehrlich. Hier ist jetzt die Ausstattung, die Highlights, sage ich jetzt mal, die das Auto hat. Nur allgemein. Da hat jetzt 56.900 Zusatzausstattung. Genau. Genau, Basispreis 135.000. Der Respekt. Hat schon ein bisschen was an Extras, definitiv. Die Sonne scheint so krass in die Augen. Ja, ja. Der normale 7er hat einen Basispreis von ungefähr 114.000. Und der halt von 135.000. Du strahlst wie ein Engel. Also. Oh. Hat sie nicht gesagt. Komm nach vorne, weil von vorne finde ich das Auto brutal. Bei der Front finde ich die Leuchten auch sehr, sehr sexy. Also wenn der auf der Autobahn angeschossen kommt, Halleluja. Eieieiei. Hast du gesehen? Eieieiei. Boah, das sieht echt schön aus, ne? Und wie gesagt, wenn der Kühlergrill jetzt nicht schwarz wäre, wäre hier die komplette Kontur noch beleuchtet. Der ist echt sehr, sehr anders als die bisherigen BMW-Modelle. Der Sprung auf Facelift oder auf neues Modell war manchmal nicht so extrem viel. Ich finde sowas natürlich immer heftiger. Ja, dass man jetzt sieht jeder, okay, ich habe einen nagelneuen 7er. Das ist das, was wir haben wollen eigentlich. Wir wollen nicht, dass da kleiner Facelift rauskommt, dass die Scheinwerfer nur minimal anders sind. Ein paar Stoßstangen vorne, hinten, Schweller und schon ist das ein Facelift. Das wollen wir nicht. Definitiv einiges geändert worden. Auch alleine schon die Motorhaube hat sich ja komplett
abgewandelt, sage ich jetzt mal. Auch die Wölbungen hier, Sascha, ne? Guck mal, wie schön sportlich die sind, optisch. War der nie so sportlich wie der. Ja, ich finde, der ist designtechnisch und auch technisch allgemein komplett. Also ich muss auch echt nochmal sagen, der kriegt ja viel auch negative Kommentare, gerade auf Social Media und sowas. Ja. Ich finde, live wirkt das Auto nochmal anders und nochmal viel beeindruckender. Das muss ich genau deine Aussage bestätigen, Leute. Ich habe das Auto im Internet gesehen, die ersten Pressebilder und der Präsentation. Da habe ich gedacht, nee, so wild vorne. Dann habe ich in Camp Lindford einen schwarz-matten gesehen. Ich habe gedacht, das ist ein so krass umgebautes Auto. Ja? Leute, kommt vorbei, guckt euch den an. Sich auch hinsetzen und wirken lassen. Wir bringen auch einen Kaffee. Genau, es gibt einen Kaffee hier und nette Leute. Es gibt einmal den BMW 47D Diesel, dann den Plug-in 57E X-Drive und M67E X-Drive. Das ist so die höchste Motorisierung, sage ich jetzt mal. Der hat 571 PS, 577 PS stand und halt dann den vollelektrischen noch. Also, mein Fazit bei dem Auto, wirklich, man muss sich das live angucken, definitiv. Meine persönliche Note bei dem Auto ist 1 plus, doppelt plus. Wie bei einem fetten Kühlschrank, ja. Gibt so plus, dieser Energiesparmodus. Ja. Finde ich das Auto wirklich sehr, sehr, sehr gelungen. Also ein Riesenlob hier an die BMW-Entwickler und Designer. Also designtechnisch ist das Auto top. Gefahren sind wir noch nicht, aber wenn ihr vielleicht ein Auto zugelassen habt, definitiv, da melden wir uns. Fahren. Dann lasse ich mich abholen. Wolltest du noch was Schönes sagen zum Abschluss? Ich würde euch nur noch anbieten, dass wir nächste Tage den M3 Touring mal zeigen können. Also eigentlich muss man auch noch sagen, ihr habt echt sehr viele schöne Autos hier stehen. Nicht nur serienmäßige, ich sag mal so X1, X2, so die kleinen, sondern auch die schönen M-Modelle. Ja, vielleicht schwenkt der Sascha da gleich mal drüber. So, wir sagen jetzt tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.